Hallo, ich bin Svante. Ich möchte zusammen mit dir eine Wimpelmatte nähen. Dafür brauchst du verschiedene Stoffe. Es kann natürlich Uni sein, es kann aber auch was Gemustertes sein. Ganz wie es dir gefällt, kannst du die Farben zusammenstellen. Du kannst aber auch nur einfach bei einem Muster bleiben oder bei einer Farbe bleiben. Die Wimpelkette natürlich auch vorne und hinten aufhängen, also quasi einmal rechts rum, einmal links rum. Dementsprechend auch immer schauen, wie deine Stoffe auf der Rückseite aussehen. Wenn die Sachen ein bisschen freier hängen, dementsprechend auch darauf achten, ob du die Stoffe mal von vorne und mal von hinten an die Wimpelkette aufziehst oder verteilen möchtest. Ist immer ganz gut, wenn du dann Stoffe hast, die auf beiden Seiten schön aussehen. Muss aber nicht zwingend. Ich habe mich jetzt hier zum Beispiel für meinen Ananasstoff entschieden. Da habe ich einfach noch ein bisschen größeren Rest gehabt. Ich möchte das alles so in einer Farbe haben. Ja, und der sieht an der Rückseite jetzt nicht so ganz spektakulär aus. Aber wenn du das Ganze einfach aneinander hängst, hat das trotzdem einen schönen Effekt, weil es ein bisschen jeansy kommt. Und wenn du dazu jetzt ein schönes Band wählst, kann das auch von der Rückseite, obwohl es Uni ist und obwohl nur auf einer Seite dann ein Muster ist, kann das Ganze ganz cool aussehen. In dem Fall habe ich mich jetzt entschieden, einfach ein Schrägband zu nehmen. Ich finde, der Kontrast passt ganz wunderbar zu dem Blau mit dem Creme und so ein bisschen Neon ist damit drin und das macht es ein bisschen cooler. Ja, und so ein Webband kannst du natürlich ganz einfach auch hier von so einer Rolle kaufen. Je nachdem, wie lang du das Ganze gestalten möchtest, brauchst du eben 2, 3, 4, 5 Meter. Das kannst du dann an deinen Raum anpassen, wenn du das möchtest. Ich habe das Ganze schon mal auf die Hälfte gebügelt, weil ich möchte einfach nur meine Dreiecke, meine Wimpel sozusagen hier in dieses Band einfassen. Damit ist die obere Kante schön glatt und schön versäubert. Sieht gut aus und man kann die Wimpel einfach nur da reinstecken und einmal drüber nähen. Geht ganz schnell. Heißt also, Band einfach auf die Länge schneiden, die du brauchst. Denk dran, dass du rechts und links so ein bisschen Fläche brauchst, also Anfang und Ende sozusagen, um das Ganze noch aufhängen zu können. Ich habe mir jetzt einfach hier meine Wimpel schon geschnitten. Schön sehen die immer aus, wenn sie ein bisschen länger sind, als sie breit sind. Also wenn es einfach insgesamt ein bisschen spitzer wirkt, dann kann man natürlich auch viel mehr Wimpel auf die gleiche Fläche bringen, als wenn das Ganze eben so gedrungen aussieht und alles die gleiche Länge hat. Also gerne immer ein bisschen spitzer. Kannst aber auch die Wimpel unterschiedlich gestalten. Kürzer, länger, breiter, ganz wie du magst. So, ich habe meine schon mal vorbereitet. Die sind alle schon geschnitten. Alle Ananas alle Ananas in die gleiche Richtung, dass ich so ein Kopfmuster habe und natürlich hier meine Ananas richtig rum ist. Da solltest du auch drauf achten. Ansonsten ist hier eben jetzt mein vorgebügeltes Band, einmal auf die Hälfte. Und ich fange jetzt einfach nur an, das Ganze unter die Maschine zu legen und einmal hier die offene Kante festzunähen. Und bevor ich das mache, muss ich natürlich meine Wimpel hier noch einmal platzieren. Das heißt, ich klappe das Ganze auf, lege hier meinen ersten Wimpel rein und klappe mir das Ganze wieder zu und kann jetzt hier einmal zusammennähen. Muss ich nicht unbedingt stecken, du kannst es natürlich vorab machen. Ich mache das direkt unter der Maschine, das ist dann so ein bisschen im Flow sozusagen. Ob ich die ein bisschen breiter vom Abstand oder ein bisschen schmaler mache, das kannst du natürlich auch, wenn du das ganz exakt haben möchtest, einmal vorstecken. Ist aber auch dir überlassen, ob du das machen möchtest. Das Ganze jetzt eben einmal unter die Maschine. In dem Fall fange ich einfach mal hier oben an dem Band an, das zusammenzunähen. Ich fange eher ein bisschen mittiger im Band an, also wundere dich nicht, weil hier hinten der Anfang, der rutscht gerne mal zum Transporteur runter. Und wenn du nicht so ganz an der Kante anfängst, sondern ein bisschen weiter im Band, dann ist es einfacher, wenn du einmal zurücknähst und dann wieder nach vorne startest, als dass du direkt an der Kante nähst und sich das verknuddelt. Ich fange jetzt einfach mal an. Vernähen natürlich nicht vergessen. So. Jetzt nähe ich einfach ein Stückchen mein Band zu, damit ich eben einen Anfang habe, der auch geschlossen ist, damit mir da das Band auch nicht auseinanderklappt. Ja, so 10 cm werden reichen in etwa. Und dann kommt mein erster Stoff ins Spiel. Also wie gesagt, das Band aufklappen. Meinen Stoff einschieben und einfach die Kante wieder drüber. Hier unten halte ich das direkt fest, hier oben halte ich den Finger drauf, damit es nicht gleich wieder rausrutschen kann und dann geht es da einfach drüber. Da
das Zwischenstück auch wieder einfach zusammennähen, so lange wie du es möchtest. Und dann kommt das nächste Band. Dann kommt der nächste Wimpel ins Spiel. Also auch wieder den Stoff dazwischen. Und so geht das jetzt immer weiter, bis du die Länge hast, die du haben möchtest, oder alle deine Wimpelteile verarbeitet hast. Du kannst, wie gesagt, deine Wimpel jetzt natürlich auch einmal rechts, einmal links auflegen mit der Stoffseite, mit der linken Stoffseite nach oben, wenn du das möchtest, wenn du es mischen magst. Hier habe ich jetzt daneben genäht. Das ist natürlich nicht so schön. Ich möchte natürlich treffen. Also einfach wieder ein Stückchen zurück, bis ich an die Stelle komme, an der ich weiter nähen möchte. Und dann einfach loslegen. Wenn du natürlich eine Farbe als Garn genommen hast, die genau zu deinem Band passt, dann fällt das auch nicht auf. Ich mache das hier schön in der Kontrastfarbe, damit du das auch gut sehen kannst. So. So, ich hole das Ganze jetzt einfach mal unter der Maschine raus. Das Ende würdest du natürlich auch noch ein bisschen länger nähen. Meine Wimpelkette ist jetzt hier relativ kurz noch, aber trotzdem kannst du schon erkennen, was das Ganze eigentlich werden soll. Von vorne sieht die so aus, von hinten finde ich sie auch ganz schön. Also ob Uni oder eben doch gemustert, ist dir überlassen. Ich hoffe, du kannst deine ganzen Stoffreste jetzt schön verwerten. Und ja, du hast ganz, ganz viele Wimpelketten, die du demnächst in deinem Zimmer platzieren kannst. Viel Spaß damit!